Herzlich willkommen bei Assassin's Creed Unity. Das müsste jetzt der 6. Part sein. Mal hoffen, dass der Part ordentlich läuft bei meinem PC. Der letzte Part war grausam einfach nur. Wir fangen am besten gleich an. Ich habe gerade ins Spiel reingegangen. Wie man sieht, bin ich nicht mehr da, wo wir zum Schluss waren. Deswegen holen wir uns die Truhe hier vorne und gehen dann dort wieder hin. So, hier soll sie sein. Lass uns mal hier den Weg hochnehmen. Irgendwo muss ja ein Eingang sein. Ah, wie ich schon vermutet hatte. Ah, wo ist das Schätzchen? Ach, ich bin echt vorbeigelaufen, ne? Na, was kriegen wir Schönes? Ja, okay. So. Aber wie ich gerade sehe, wir sind nicht weit weg von Mission. Von der Mission, ehrlich gesagt. Und dann klettern wir hier schnell rauf und gehen dorthin. Hier vorne. Ach, wir sind ja doch förmlich da, wo wir aufgehört haben. Wenn hier vorne auf dem Show. Oh. Ja, nee. Ich muss ja sagen, bei jedem anderen Assassin's Creed Teil hat wer voll auf den Steinboden aufgeklatscht. Das scheint hier nicht mehr zu gehen, wenn irgendwo ein Strohdeck in der Nähe ist. Klauen. Ja, okay, fangen wir an. Na, komm. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pisspot. Stets zu Diensten. Okay. So, drei Ziele töten, Attentat aus Deckung. Ja, okay. Spring mal hier lang. Okay, Nummer 1. Okay. Ich hoffe, du bleibst hier ruhig, sonst muss ich... Wer hat mich jetzt gesehen? Du hier bist doch ein normaler, ja. Den noch lang. Den anderen weiß ich ungefähr, wie man den tötet. Weil kann ich mir vorstellen. Ach, was ich noch nicht erwähnt habe, ich versuche alle Nebenziele so zu erfüllen, aber nicht dann nicht. Ganz einfach. Ich mache jetzt nicht 100% dort gleich. Hey, das ist seltsam. Okay, das war knapp.
man den dort erst töten muss, weil ich vermute, dass er uns denn sieht. Komm ran hier. Ja. Beziehungsweise ich an den hier gar nicht rankomme. Du bist auch ein normaler Affe. Komm, ran hier. So, da gab es dann gerade wieder ein Problem, da mein PC, ich weiß nicht, was der hat. Irgendwas hat der, aber ich weiß nicht, was. Okay, die stehen. Ja, ich den dort noch locken soll, das wäre immer noch nicht ganz. Jetzt mal klettern wir hier hoch. Weil ich hinter den anderen kommen will. Oh. Gut, dass die Wachen blinzen. Oh, häng dich nur an ein Brett ran. Ob dich jeder sehen kann. Ah, die vorbei. So, das funktioniert. Da ist doch was. Kapitän Pecheur, verdammt, wo ist der Mörder? Hey, komisch. Oh Gott. Zählt das auch? Nö. Verdammt. Na gut. Dann nicht. Dann habe ich nur 2 von 3. Okay, wo lag der andere Tipp? War ich hier drüben irgendwo? Ach, die spawnen? Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Dann zack. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siver. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretin. Wann haben wir... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde Mörder! Bleibt wachen. Und... Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unser Recht. Das sind eine Menge Bastarde. Gib ihnen eine Rauchbombe und hau ab, solange die Hände... kannst du nicht! Komm von den Rauchbombe! Ah ja, komm. Ich wollte noch. Ja, na also. Aber ich stopp noch. Komm zurück und kämpfe. Nö, keine Lust. Vielleicht bekommt ihr ähnliche Schweine.
So. Und Abmarsch. Oh, kann er nicht ins Wasser springen? Okay. Das wusste ich auch noch nicht. Ah, okay. Kannst du auch noch... Boah, was war das denn? Nee, nach unten. Ist doch etwas besser. So. Ja komm, da kommst du doch runter. Ach so, weg hier. Was ist da unten jetzt los? Erledigt. Schnell einmal zwischen die Menge von Leute abmuchsen. Ja, komm, geh runter. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Vorsicht, Leute. Remy hat Monsieur Arpinons Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Okay. Kein Aussehen, Herr Ring. Nein, wir klettern hier erstmal hoch. Aber auch komisch, den Haufen weiße Leute da und allen ist das scheißegal. Ah ja, schön über die Häuser. Das nennst du Rennen? Und natürlich den Affen hinterher. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Okay, durchs Haus geht nicht. Auch wenn ich nicht weiß, wo der Weg lang geht, aber ich laufe erstmal. Brauchst du eine Pause? Hier lang. Oh. Er ist abgebogen, ich muss hier hoch. Das ist fies. Das ist auch ein dummes Schwein. Brauchst du eine Pause? Ach nö, jetzt nicht. Schnell weg, sonst wollen die noch was von mir. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Ich glaube das nicht. Da treffen wir sie wieder. Nice. Dass ich jedenfalls so auch den Dialog unterbrechen kann. Da hätten sie etwas früher anfangen müssen. Ja, Händler, ich weiß. Was passiert als nächstes? Wir
Templer starb letzte Nacht. Nicht durch uns. Die Templer schlachten sich seit 89 gegenseitig ab, als gäbe es keinen Mord. Du scheinst die nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Hier will ich eigentlich nicht wirklich zwischengehen, wenn sie ihn verarbeiten. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de Lasse. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de Lassers Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem verdammten Plan. Wenn er Templer töten will, lass die Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann. Assassin. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Aber ich glaube, ich bin völlig verpflichtet, alles auf 100% zu machen, da ich dadurch ja diese Assassin-Zeichen dort bekomme, wodurch ich Fähigkeiten kaufen kann. Eben dachte ich, mein PC wollte nicht mehr. Das wollte ich noch haben. Gibt's noch irgendwas für eins? Also ich kann es mir natürlich auch sparen. Ja, okay, nehmen wir das umsetzen noch. Einen Moment mal, ich muss mal kurz meine Kopfhörer richten. Die waren eben komisch. Waffen. Pistolen. Boah. Die würde ich gerne haben. Schaden am höchsten Reichweite und Geschwindigkeit. Die beste Pistole. Ja. Ich nehme mal die. Aber gibt es hier Gewehre? Na gut, ja, nö. Da ist jetzt Gewehr mit L1, okay. Wo geht's jetzt lang? Da lang wieder. Ja. Ist, glaube ich, das erste Spiel, wo man weibliche Assassinen sieht. Ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, aber ich glaube schon. Ja gut, da komme ich nicht rein. Aber schick sieht's aus. Ach, mein Freund. Hallo. Für Brauchsgegenstände. Da mal eine kaufen. Ist eine Taste für alles offen? Nö. Aber pro für das einzelne Ding dort gab's das. Ob die Viecher.
Ja, ich kann hier nicht. Das finde ich total schwachsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man das auch bei einem Händler machen kann und im Gesellschaftsclub, glaube ich, war das auch nochmal. Man kann das doch jede Zeit. Mal wieder ein Ladebildschirm. Und der wird jetzt sicherlich länger dauern, weil doch, ich glaube, ganz Paris geladen wird jetzt. Ich glaube, in Paris sind wir gerade. Was sind das für Wörter dort? Wer redet dort mit mir? Ist das der Geist der vergangenen Assassin's Creed-Teile? Oh, doch nicht so lang. Ach, nur einer der Multiplayer. Okay, hier gehen wir mal kurz hoch. Und da vorne hin. Spielen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur St. Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Ah, das ist das sogenannte Haupthaus, was ich kannte. Ich wusste doch, mir kommt schon bekannt vor, aber ich war mir nicht sicher. Hier ist der Eingang zum Keller, beziehungsweise zum Sanktarium. Was ist das da? Erkunden. Ah, die Monturen der vergangenen Assassinen. Okay, Club-Aktivitäten ist drauf. So, was ist das hier? Was ich denke, ich bin kontaktlos. Hey, ich hab Geld. Das sollte reichen. Gut, da ich jetzt nicht irgendwie was kaufen muss. Die Arbeiter, die das Haus haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. So für den Lärm gerade im Hintergrund. Aber dagegen kann ich nichts machen, das ist nur mal Erntezeit.
Besitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Ach, schön alles verschleiern wollen. Ja, komm. Fassade, Oberstockwell, der letzte Schliff. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht benutzt. Oh, dann machen wir noch die Fassade. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Super Fassade. Komm, hauen wir mit einer Axt ein Loch im Brunnen rein. Oder einen Deckel vom Brunnen. Schade, ich habe jetzt nicht. Nein, jedenfalls habe ich es nicht gesehen. Wie viele Einkünfte da pro Monat bestimmt. Oder wann wie viele Einkünfte einkommen. Okay. Irgendwas habe ich erhalten. Hier ist das Rätsel. Wo geht's da? Ich will nicht drücken. Es wird so lange Ladezeit. Ach, und da komme ich einfach noch raus. Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seiner Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus drei Ringen, einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen. Ich weiß, bei Teil 1 oder 2 war das. Ich glaube Teil 2. Ja, da gab es auch solches Rätsel. Also nicht sowas genau. Aber sowas, was sich halt streckend. Ja, streckt auf jeden Fall. Jedenfalls hatte ich da solche Ausrüstung schon. Ich glaube Teil 2 kommt der hin. Dass diese Sonderausrüstung dort zu schwach war. Weil ich die nicht tragen wollte, konnte. Also konnte schon, aber er hätte mich schlechter gemacht. So, ich würde dann aber auch sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schauen uns dann das Resthaus an, was dann scheint noch etwas ist. Und machen dann mit der Hauptmission weiter. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.